Seit Jahrhunderten ist die Menschheit von einem Virus befallen, der alles Leben auf der Erde bedroht. Dieses Virus wird von einigen indigenen Kulturen Vetiko genannt. Es ist eine Infektion des Verstandes und des Geistes, die der kannibalistischen Kultur zugrunde liegt, die wir als Zivilisation kennen. Am Anfang der Welt erhielten wir Menschen die ursprüngliche Anweisung, in Liebe und Harmonie und in Verantwortung für das Leben, von dem wir Menschen ein Teil sind, an der sich fortwährend vollziehenden Schöpfung mitzuwirken. Das Universum wurde in Liebe geboren. Wie kommt es dann, dass wir heute so viel Hass erleben? Dieses Buch erklärt, dass gesunde Menschen immer noch dem Prinzip der Nächstenliebe folgen, während die Ausbeuter wahnsinnig sind. Die Lebensweise der amerikanischen Ureinwohner drehte sich ursprünglich um die Heiligkeit, Schönheit, Kraft und Verbundenheit aller Formen der Existenz. Kurz gesagt, die ethischen Werte der amerikanischen Ureinwohner sind ein integraler Bestandteil ihrer Kosmologie oder Weltanschauung. Aber seit mehreren tausend Jahren leidet ein Teil der Menschheit an einer Krankheit, die schlimmer ist als Lepra, eine Krankheit, die schlimmer ist als Malaria, eine Krankheit, die viel schlimmer ist als die Pocken. Das ist die Krankheit, von der mein Buch handelt. Die Krankheit der Aggression gegen andere Lebewesen oder genauer gesagt, die Krankheit des Verzehrs, des Vermögens und des Lebens anderer Lebewesen. Ich nenne die Krankheit der Zivilisation Kannibalismus und ich werde versuchen zu erklären, warum. Aber wie auch immer wir sie nennen, dieses Vetiko, diese kannibalische Psychose, ist die größte epidemische Krankheit der Menschheit. Die Vergewaltigung einer Frau, die Vergewaltigung eines Landes, die Vergewaltigung eines Volkes, sie alle sind im Grunde dasselbe. Sie sind dasselbe wie die Vergewaltigung der Erde. Brutalität kennt keine Grenzen, Gier kennt keine Grenzen, Perversion kennt keine Grenzen. All diese Eigenschaften werden immer extremer und breiten sich immer weiter aus. Wenn die Ansteckung erst einmal stattgefunden hat, von der Vergewaltigung einer Frau über die Vergewaltigung eines Landes bis hin zur Vergewaltigung der Welt. Akte der Aggression, des Hasses, der Eroberung, des Aufbaus von Imperien. Ich nenne das alles Vetiko. Imperialisten, Vergewaltiger und Ausbeuter sind nicht nur Menschen, die sich auf einen falschen Weg begeben haben. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig. Sie sind geisteskrank und die Form der Geisteskrankheit, die sie in sich tragen, ist tragischerweise sehr ansteckend. Aber es gibt Heilung. Wenn wir unsere Verbundenheit anerkennen und uns wieder daran erinnern, dass wir nur eine Faser im Gewebe des Lebens sind. Wir leben in einem geheimnisvollen, wunderbaren Universum und es bietet uns die Chance, durch seine liebevolle Umarmung geheilt zu werden. Dieses Buch des angesehenen indianischen Autors Jack D. Forbes, im Original damals Columbus and Other Cannibals, war einer der Gründungstexte der zivilisationskritischen Bewegung, als es 1978 erstmals veröffentlicht wurde. Seine Geschichte von Terrorismus, Völkermord und Ökozid erzählt aus der Sicht der amerikanischen Ureinwohner, inspiriert seit Jahrzehnten Amerikas einflussreichste Aktivisten. Erschreckenderweise ist seine radikale Kritik am modernen, zivilisierten Lebensstil heute aktueller denn je. Derek Jensen schreibt in seinem Vorwort: Das Buch ist kurz. Sie können es an einem Nachmittag lesen. Tun Sie das und dann lassen Sie es wirken. In Ihrem Blutkreislauf und in Ihren Zellen. Wenn das Buch Sie auch nur zu einem Zehntel so weit öffnet, wie es mich geöffnet hat, werden Sie nie wieder derselbe sein. Und das ist eine sehr gute Sache.